Hi, hier ist Francis Herdes. Grüß dich. Heute ist für mich so ein Tag der Verbundenheit, denn was ich super liebe in meiner Selbstständigkeit seit Jahren, ist immer wieder mit inspirierenden Menschen zusammenarbeiten. Und heute ist Tag 2 der Duftenden Post Challenge, die ich jetzt den ganzen Monat durchmache. Und wir machen da Teamwork zusammen mit Mary, geben wir da die Inspirationen in die Gruppe. Und das macht riesig Spaß. Ich selbst mache meine duftende Post und du hast bestimmt schon in meiner Story gesehen auf Instagram. Da geht es heute um das innere Kind. Und mit welchen Menschen bist du seit deiner Kindheit verbunden, die so richtig diese Herzensverbindung mit dir haben? Das innere Kind, das ist eine Ölmischung, eine ganz spezielle, die erwähne ich auch in meinem Buch Duftende Emotionen, nämlich in der 30-Tage-Feelings-Anwendung und in einer sehr schönen Übung, wie du dich mit deinem inneren Kind verbinden kannst. Das innere Kind, was manchmal traurig ist, was manchmal spielen möchte, was manchmal dich zur Vorsicht geleiten möchte und was einfach immer dich begleitet und mit all den Erfahrungen, die es in der Kindheit gemacht hat, dir manchmal Warnungen gibt, manchmal sagt, hey, jetzt sei mal ein bisschen lockerer, sei mal nicht so hart mit dir selber, sondern mach das mal auf spielerische Art und Weise. Und genau da sind wir heute in der Challenge auch, denn das macht richtig Spaß, finde ich, wenn du dir jetzt für den Herbst, für den Winter Projekte vorgenommen hast. Check heute mal ab. Mache ich das leicht und spielerisch oder setze ich mich unter Druck oder habe ich da tausend Ausreden und schiebe das vor mir her? Da kannst du gut mal dich mit Inner Child salben, denn das bringt so richtig das Verspieltsein, die Freude, die Leichtigkeit wieder mit hinein. Und ja, wie gesagt, macht einfach Spaß, sich da im Team zu inspirieren. Wir machen die Challenge gemeinsam und das macht richtig Spaß, die duftende Post-Challenge. Und falls du noch nicht diese duftende Post von mir bekommen hast, dann schreib mir gern, dann lasse ich dich da auch mal reinschnuppern. Und heute Tag der Verbundenheit. Nachher bin ich in Hamburg und gebe einen Aromatag zusammen mit meinen Freunden. Und ich habe schon in Lübeck gemerkt, vor einigen Tagen, da haben wir diese Aromatag-Reihe gestartet. Das macht so Spaß, finde ich, mit den eigenen Freunden Vorträge zu geben, weil da baut sich ein ganz anderes Energiefeld viel größer auf. Und ja, ist so richtig inspirierend. Jedes Mal, wenn ich in diesen Raum reingekommen bin, hat es wunderbar geduftet, wie könnte es auch anders sein? Und gleichzeitig dieses starke Feld, was man aufbaut, wenn man gemeinsam etwas schafft, in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Das ist auch etwas, wo ich in vielen Gesprächen, die ich gerade in den letzten Monaten und Jahren hatte, die Menschen immer wieder zu mir gesagt haben, oh, das ist so schön, wirklich mal Menschen zu treffen, die am gleichen Strang ziehen. Gleichgesinnte, die ganz ähnliche Gedanken haben oder ganz ähnliches Ziel und mit dem man sich einfach auf Herzensebene verbinden kann, ohne dass man viele Worte verlieren muss, da stimmt's einfach sofort. Hast du so einen Menschen in deinem Leben, wo du ohne Worte einfach, wo es stimmt und wo du merkst, oh, da ist die Verbundenheit da, da brauchen wir gar nicht viel reden, können wir natürlich, inspirierende Gespräche, aber du bist einfach mit diesem Menschen und du hast das Gefühl, hier bin ich genau zu Hause, hier bin ich genau richtig und das ist mein Platz. Hey Ilka, hallo Elke, ihr seid zwei von diesen Menschen. Also macht immer wieder Spaß, finde ich, wenn man mit Gleichgesinnten was zusammen macht. Und ich freue mich nachher auf den Vortrag, wenn du da auch mitmachen möchtest, wenn du Teil unserer Community werden möchtest, dann sag gern Bescheid und schreib mir und dann öffne ich dir diese duftende Schatzkiste. Und das ist auch immer wieder schön, sich da in der Community zu treffen, zu sein. Im Moment sind wir online, zwischendurch auch auf Vorträgen vor Ort. Beides, heute habe ich beides, also die Challenge und den Vortrag. Und das macht einfach Spaß, wenn du da Menschen hast, die dich unterstützen, die dich inspirieren und vor allen Dingen, wo du nicht dich erklären musst, sondern wo einfach das stimmig ist und wo du merkst, oh, hier bin ich so richtig zu Hause. Alles Liebe und liebe Grüße. Ich verschicke jetzt noch weiter duftende Post. Und gestern sind auch die riesen, riesen Pakete gekommen. Ihr habt so viele Bücher bestellt. Duftende Reflexzonen, duftende Emotionen.
Und meine Mitarbeiterin, die hilft mir, das zu verschicken. Und da geht gleich auch die Riesenpostrunde raus. Also vielen, vielen Dank für alle, die das bestellt haben, die Bücher. Duftende Emotionen, duftende Reflexzonen. Und das ist die super Schatzkiste der Wellness und sich wieder vollkommen mit sich selbst verbinden. Alles Liebe, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.